Heute mal die Moral vor der Geschichte. Koks, oder auch Kokain genannt, ist eine stark süchtig machende, illegale Droge und sollte daher von niemandem eingenommen werden. Wenn dir Drogen auf deiner Schule oder sonst wo angeboten werden, lehne diese ab, sprich mit deinen Eltern und mit deinem Lehrer darüber. Da Aufklärung aber besser ist, als irgendwelche Verbote auszusprechen, kommen wir jetzt zur Beantwortung eurer Frage. Hi Jungs, ich bin der Ben, das sind die Jungsfragen. Ihr habt mich Folgendes gefragt. Kann man länger poppen, wenn man sich Koks auf die Eichel streut? Die kurze Antwort ist, ja. Das liegt daran, dass Koks eine betäubende Wirkung hat. Gerne wird auch behauptet, dass der Penis dadurch härter wird oder länger steif bleibt, aber das wage ich zu bezweifeln. Das Problem bei der Sache ist die Dosierung. Das heißt, wie viel Koks muss man tatsächlich benutzen? Das hängt auch immer ganz stark von der körperlichen Verfassung ab. Das kann dann dazu führen, dass dein Penis so dermaßen taub wird, dass du über Stunden hinweg nichts mehr spürst. Den könntest du in eine Schublade einklemmen, pam, 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 und nichts merken. Und dann hast du da so ein totes Stück Fleisch hängen und damit macht der Sex bestimmt auch keinen Spaß, weil der wird auch bestimmt nicht mehr steif. Neben dem gesundheitlichen Aspekt kommt natürlich das Finanzielle auch hinzu. Koks ist sauteuer. Wenn ihr also was Betäubendes braucht, dann kriegt ihr in jedem Sexshop oder auch online betäubendes Gleitgel. Das ist wesentlich günstiger, funktioniert wesentlich sicherer und hat den gleichen Effekt. Ich glaube, damit ist alles zu dem Thema gesagt. Wenn du noch eine Nachfrage hast, dann schreib die hier unten in die Kommentare und wenn du was ganz anderes von mir wissen willst, dann schick mir doch einfach eine Message. Like das Video, abonnier die Jungsfragen, viel Spaß auf der Suche nach dem Gleitgel. Tschüss!